Invent-A-Chip ist der Wettbewerb des VDE und dem BMBF, um Schülerinnen und Schüler für die Anwendung der Mikroelektronik zu begeistern. Und die Preisträger haben wir heute auf dem Mikrosystemtechnik-Kongress in Dresden geehrt. Die Sieger des Wettbewerbes in diesem Jahr waren hochkreativ. Es ist ja nicht so, dass sie eine völlig freigestellte Aufgabe machen, sondern sie bekommen eine konkrete Aufgabe. Hier ging es dieses Jahr um einen Solartracker und den möglichst effizient zu gestalten. Und da haben wir tolle Beispiele gesehen, wie man daraus eine Lösung machen kann, als nur das alleinige Tracken eines Solarpanels mit dem Lauf der Sonne. Wir brauchen Fachkräfte im Bereich Mikroelektronik. Fachkräfte klingt so technisch, reden wir lieber über Talente. Und hier wird es jungen Menschen ermöglicht, sehr früh zu erkennen, wo ihre Talente sind, was ihnen gleichzeitig Spaß macht und zu sehen, wie sie auf diese Weise die Welt ein kleines Stück besser machen können. Was wollen wir mehr? Deshalb liebt das BMBF Invent-A-Chip. Aus meiner Sicht ist die ganze Mikroelektronik ist ein super cooles Fachgebiet, wo man nicht nur Spaß haben kann, aber auch die Themen löst, die die Welt braucht. Also zum Beispiel, wie bekämpft man Klimaänderungen? Für mich bedeutet es sehr viel, hier auf dem Kongress geehrt zu werden. Zum einen ist Dresden einfach eine wunderschöne Stadt. Zum anderen trifft man hier sehr viele interessante Menschen, die jeweils eine eigene Sicht auf die Mikrosysteme haben. Entweder wie man sie fertigt oder was man damit machen kann. Also mir hat Invent-A-Chip sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass es einmal ein cooles Projekt war, mit dem ich eine neue Sprache lernen konnte, mit der ich neue Ideen verwirklichen konnte und mit der ich einfach ein komplett neues Feld mir aufgemacht habe. Von vorher Softwareprogrammierung, jetzt zu Hardwareprogrammierung. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, das weiterzumachen in meinem Leben. Wir am IMS übernehmen die wissenschaftliche Betreuung des Wettbewerbs. Das heißt unter anderem, dass die Schülerinnen und Schüler bei uns ein Wochenende verbringen, wir ihnen VRDL, FPGA-Grundtechniken, aber auch Digitalschaltungslehre beibringen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr auch wieder 25 Schülerinnen und Schüler dabei hatten, die mit ihren Ideen und ihrer Kreativität begeistert haben. Nicht nur sich selbst, sondern auch uns natürlich. Und dass wir jetzt 10 außerordentliche Gewinner haben. Ich bin stolz, es geschafft zu haben, weil ich eben auch so viele neue Ideen mit reingebracht habe und neue Techniken selber überlegt habe, die ich davor halt nicht kannte oder wo ich nicht gedacht habe, dass die tatsächlich was bringen würden. Mich begeistert am Invent-A-Chip-Wettbewerb, dass jungen Leuten ganz praktisch vermittelt wird, wofür Mikrochips gebraucht werden. Oft ist das was sehr Abstraktes, man kann sich nicht richtig vorstellen, wo die Produkte am Ende landen. Und bei Invent-A-Chip haben junge Menschen die Möglichkeit, einfach selbst auszuprobieren, von der Technik her zu denken bis hin zur Lösung. Ja, ich bin stolz auf meinen Sieg, denn ich bin froh, dass ich mir halt so viel Mühe dabei gegeben habe und das sich dann auch gelohnt hat. Ich habe halt noch ein VGA-Interface gemacht, auf dem man sozusagen die wichtigsten Daten des Solartrackers sehen kann, sodass man eine gute Übersicht hat und auch ein Bluetooth-Interface, welches man beispielsweise auf dem Smartphone öffnen kann, damit man den Solartracker steuern kann, wobei man auch dort die wichtigsten Informationen sieht. Ich freue mich auf den nächsten Wettbewerb von Invent-A-Chip und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir die 1000 Teilnehmer, die wir in diesem Jahr hatten, es waren etwas über 1000, wenn wir diese Zahl im nächsten Jahr deutlich überschreiten und vielleicht noch mehr Preisträger auf der Bühne sehen können. Invent-A-Chip ist ein toller Wettbewerb über Mikrochips.